Unser Gast ist Netzreporterin bei NBC Giga. Seit der ersten Stunde mit dabei. Herzlich willkommen, Emily Wickham. Seit der ersten Stunde, das heißt seit wann? Seit dem 30. November 1998. So jung seid ihr noch. Mhm. Ihr seid ja auch ein junges Medium. Internet ist euer Thema, ja? Mhm. Und was heißt Netzreporterin? Ich suche im Netz nach verschiedenen Themen. Also ich bin für die Stars zuständig und dann darf ich mir die ganzen Klatsch- und Tratgeschichten der Stars im Netz noch durchsurfen und rausfinden. Ja. Und tolle Websites durchsurfen dann natürlich auch. Und ja. Ja, und dann haben wir Gäste jeden Tag im Studio und die können mit unseren Zuschauern chatten bei uns auf der Website im Chat. Ja. Und ich frage dann nochmal on air, was so gefragt worden ist. Sag mal, du hast bis zu deinem 11. Lebensjahr überhaupt kein Deutsch gesprochen? Ja, ich habe zwar in Deutschland gewohnt, aber ich war auf einer englischen Schule und da hatte ich irgendwie nicht so viel mit Deutschen zu tun. Also es war eine internationale Schule in Bonn und in Bonn waren damals noch viele Ausländer, und die Englisch gesprochen haben. Ja, und jetzt sind sie alle weg, denn jetzt ist Bonn ja nicht mehr Hauptstadt. Ja, eben. Wo bist du geboren? In Bonn. Auch schon in Bonn. Aber du bist Amerikanerin? Ja, ich habe einen amerikanischen Pass. Nur einen amerikanischen? Ja, ich darf ja keinen anderen haben. Ist das so? Ja. Ach was. Mhm. Aber wenn man Amerikaner ist zum Beispiel, kann man doch sich entscheiden, dass man beide Pässe behält. Aber dazu muss man erst zwei gehabt haben, ja, oder? Ja, da muss man, glaube ich, in Amerika geboren sein und der Vater muss, oder der Mutter Deutsche, das ist sehr, sehr kompliziert. Sag mal, ihr habt ein Ferienhaus in einer Ecke und da beneide ich euch wirklich, in Hyannisport auf Cape Cod. Ja, Austerville, das ist ein bisschen daneben, aber also 5, 6, 7 Minuten davon. Und Cape Cod, das muss man den Zuschauern vielleicht sagen, die es nicht wissen, ist eine wahnsinnig tolle Landzunge eigentlich, keine Insel, ne? Oder? Ja, eine Halbinsel. Ja, 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 Landzunge ist bei Boston. Mhm. Ganz toll, Atlantik, Traumstrände. Ja. Und wer lebt in Hyannisport? Natürlich die Kennedys. Die Kennedys. Und Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger? Ja. Der Actionfilm im Start. Ja. Wirklich? Ja. But his time is over. Oh no. Now it's Russell Crowe. Nee, hast Crow, du gesehen? Crow. Hm? Crow. The Gladiator? Ja, hab ich noch nicht gesehen, nee. Glaube ich, toller Film, oder? Ich glaube auch. Also war in Amerika Fan. Ja, Riesenhit. Ja, war ein Riesenhit. Und wie denn? Der wohnt dort auch? Der Schwarzenegger? Ja, also die Maria Shriver ist ja auch, Maria Shriver ist die Cousine von einer der Kennedys, ich weiß nicht so genau. Und die wohnen ein bisschen da in der Ecke. Hast du schon gesehen? Ja, am Pier, also in einem Bevor er ins Boot gestiegen ist? Ja, quasi so. Und so ganz locker easy oder mit Bodyguards? Nee, ganz locker easy. Also vielleicht waren Bodyguards dabei, aber vielleicht sahen die einfach aus wie Freunde, keine Ahnung. Und kann man da auf der Straße spazieren gehen, ohne von einem der Kennedys angefallen werden? Zum Beispiel auf diese... Es ist schwierig, aber man schafft das schon. Also, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, aber... Hast du schon mal einen von den Kennedys gesehen? Nee, ich glaube nicht, also... Nee. Man erkennt die auch vielleicht nicht. Also der Einzige, den man noch richtig kennt, ist ja Onkel Ted. Eben. Der Rest sieht man irgendwelche jungen Leute, die auch immer mit Drogen oder Alkohol oder so. Bitte? Gestorben ist. Man sieht die immer im Fernsehen, wenn irgendjemand gestorben ist. Ja, und er sagt man, schau, diese Kennedy ist ein Fluch, liegt über diese Familie. Schlimm. Ja, ist ja auch schlimm, muss man wirklich sagen. Und warum verbringst du nicht dein Leben auf dieser fantastischen Halbinsel? Ich meine, es ist doch ein tolles Wetter, es ist ein tolles Klima. Ja, es ist, aber da ist halt kein Fernsehen. Also, ja, und das kannst du doch gucken. Ja, aber ich möchte dann drin sein. Wirklich? Ja. Wenn ich die Wahl hätte. Ja, ja, wenn ich das Geld hätte, würde ich immer da bleiben. Aber dann muss man erst mal verdienen. Vielleicht in so 3, 4 Jahren kann ich mich zurücksetzen. Ist das eine teure Ecke? NBC Giga! Ja. Ist das eine teure Ecke da? Cape Cod? Ja, also das ist schon nicht so billig, aber ich muss ja eh nicht bezahlen. Dafür sind meine Eltern da. Haben die das Haus gekauft oder gebaut? Nee, eher gekauft. Gekauft. Mhm. Dein Vater ist Musiker, ja? Mhm. Der ist Musiker. Und wo spielt der? Der ist La Dolorias Big Band in Berlin. Hey! Und ist auch Solist, also spielt überall. Ja, was spielt er für ein Instrument? Posaune. Aha. Mhm. Und dann macht ihr die ganze Familie immer da drüben Urlaub im Sommer? Ja, da ist auch die ganze Familie, auch meine Oma und Opa. Und die leben alle noch da? Ja, die wohnen gegenüber. Das ist ein richtiges Familienfest, wenn wir da sind. Und was ist das für ein Haus? So ein weißes Holzhaus? Ja, genau, so die typischen New England Häuser. Also, und alles weiß und Holz und wirklich schön. Das ist so traumhaft. Ach, hast du noch Geschwister? Ja, eine Schwester. Sie ist auch hier heute. Where is she? Da. Hi! Schon verheiratet? Ich oder sie? Sie. Nee. Ich meine, du bist auch nicht verheiratet. Nee, nee, nee. Entschuldige. Nee. Ach, du bist ja auch nicht verheiratet. Nein. Ich dachte nur wegen dem Haus. Ja, aber... vielleicht kriege ich ein paar Angebote morgen, ich weiß nicht. Nein, aber nehmt ihr dann auch Freunde mit oder fahrt ihr nur mit? Ja, kannst gerne auch mal vorbeischauen, wenn du möchtest. Wie viel Platz habt ihr? Wie groß ist das Haus? Ach, also je nachdem, wie viele Leute willst du mitbringen. Wirklich? Ja. Nein, ich meine, ich würde allein... ich würde natürlich mit Familie kommen, aber... das ist wirklich für mich eine der tollsten Ecken überhaupt.
das gibt. Ist auch wirklich sehr schön. Da kann man nur empfehlen. Obwohl, darf man ja eigentlich nicht, dann fahren zu viele Leute hin. Ja, die meisten ist es zu umständlich, ja. Oder? Wie ist es? Man fliegt bis Boston und mietet dann ein Auto. Ja, ja, das sind dann 1 Stunde 20 Minuten ja, ungefähr. Aber wenn man es findet. Wenn man es findet, ja. Oder holt euch Onkel Joe und Tante Anne ab, oder wer? Nein. Nee, mein Opa, der ist so mit dem Autofahren, wir lassen das lieber. Der soll lieber auf der Insel fahren und nicht mehr so. Aber das macht er schon noch. Ja, ja, das macht er schon. Wenn was passiert, kann man immer noch sagen, war Ted Kennedy. Eben, eben. Oder? Das war immer hervorragend. Wie ist das jetzt hier mit NBC Giga? Mhm. Wie lange dauert da dein Tag? Ich bin morgens so gegen 10, 10:30 da, ja, und dann suche ich Themen im Netz, also ja, alle möglichen Sachen im Bereich Stars und bereite mich dann auf die Sendung vor. Um 12 Uhr haben wir Redaktionskonferenz, da wird es nochmal besprochen und ein paar, wenn irgendwelche Besonderheiten eben in der Sendung passieren sollen, dann ist natürlich Maske, Artikel schreiben für die Website, die dann auch von uns eben geschrieben werden von den On-Air-Leuten, ja, und um 3 Uhr geht es auf Sendung. Und das jeden Tag? Das jeden Tag. Dein Ablauf. Wie, was hast du vorher gemacht? Ein Praktikum irgendwo oder was? Nein, ich war vorher bei Viva. Bei Viva? Viva? Was hast du da gemacht? Da habe ich mit Praktikum angefangen, habe dann ein Volontariat gemacht und dann war ich bei Viva 2 Redaktionsleiterin, habe 3 Sendungen da geleitet. Viva 2 haben Redakteure? Ja, ja, echt? Ja, was macht man da? Ja, das ist genau das Gleiche wie bei Giga eigentlich. Interviews führen, ja, Gästeakquise machen und dann natürlich auch im Netz. Damals habe ich auch schon mal wieder im Netz gesurft, ja, nach interessanten Neuigkeiten im Music-Business. Und das heißt, deine Ausbildung hast du direkt in der Praxis gemacht, also du hast gar kein Studium gemacht oder sowas? Nee, ich wollte immer, aber irgendwie, ja, ging das nicht. Also es ging schon, aber ich habe dann immer nette Angebote bekommen, ja, und da wollte ich natürlich nicht nach. Was hättest du denn gerne studiert? Ich wollte immer irgendwie Medien studieren. Also ich wollte eigentlich nach Amerika und studieren. Aber das hat sich dann erledigt, weil ich im Internat in Amerika war. Und wo? Das war schrecklich. Wo war das? Connecticut. Connecticut ist auch in New England eben, aber das war wirklich schrecklich. Mhm. Wieso? Streng? Sehr streng. Wir waren zwar ein gemischtes Internat, aber, ja, natürlich Mädchen- und Jungenhäuser. Ja. Und da war es halt so, dass wenn man einen Jungbesuch haben durfte, was irgendwie zwischen 8 und 7:45 Tag, ja, war, muss man mit einem Fuß immer auf dem Boden bleiben. Also ich meine, man kann trotzdem, glaube ich, Sachen machen mit einem Fuß. Wie? Auf dem Boden. Die Zimmertür muss aufbleiben, ja, und ein Fuß muss auf dem Boden, ja, bleiben. Ja, falls die Zimmertür muss 90 Grad aufbleiben. Also es wurde auch nachgemessen. Es war sehr streng. Falls draußen die Lehrerin vorbeigeht, damit die sieht, da drin. Genau. Und mit einem Fuß am Boden haben sie sich halt vorgestellt, dass es schwer ist, irgendwelche Schweinereien zu machen. Ja. Stimmt. Ist auch schwer. Ich weiß nicht. Schon mal ausprobiert? Ich bin ja froh, mit den Füßen noch auf den Boden komme. Nein! Aber so streng, da ziehst du dann Deutschland schon vor, von der liberalen Lebensweise, genau, her und so weiter. Dass man abends weggehen darf, dass man, ja, auch mal was trinken darf, ja, ohne dass man ins Gefängnis, nein, das, kommt. Nein, dafür sind wir Deutschen bekannt und wir haben euch die Freiheit gebracht, den Amis. Vergesst das nie. Okay. Ja? Okay. So. Emily! From New England! Ich komme mal besuchen, unangemeldet. Ja, sehr gerne. Ja, alles Gute, viel Erfolg, Emily Wickham, NBC Giga.